Leute, herzlich willkommen zurück. Ich habe die Karten, wegen denen wir an diesen gottverlassenen Ort gekommen sind, besorgen können. Möglicherweise zeigen sie uns ein neues Ziel und geben uns Hoffnung für die Zukunft. Nach dem dunklen, engen Bunker scheint die Weite der Wüste Freiheit zu verkörpern. Ich muss die Karten zur Aurora bringen. Aber es wird wohl niemanden stören, wenn ich unterwegs ein paar Umwege mache. Die Wüste scheint viele Geheimnisse zu bergen, die es wert sind, entdeckt zu werden. So Leute, da bin ich wieder. Ich wollte vor einer Stunde, wollte ich streamen und es ging nie. Also ich habe heute eine Menge Twitch-Einstellungen, Twitch- und Streamlabs-Einstellungen gemacht, um den Stream besser zu machen. So, und ich weiß aber nicht genau, wie und ob und was alles funktioniert, weiß ich nicht genau. Werden wir aber mit der Zeit mitkriegen, denke ich mal. Ja. Ich hatte jetzt gerade das Problem, dass ich die ganze Zeit einen Fehlercode hatte. Und zwar lasse ich ja mal meinen Stream nebenbei mitlaufen. Und auf einmal kam Fehlercode 3000. So. Ich neu gestartet, weil das manchmal halt kommt. Dann ist irgendwas mit meiner Internetverbindung oder so. Neu gestartet. Ging nix. Ging nix. Ging nix. So. Da habe ich den Stream jetzt ausgemacht vorhin. Habe jetzt eine Stunde versucht, das Spiel zu fixen. Das Spiel, mein Browser zu fixen. Oh, Skygamer, du kommst im richtigen Moment. Skygamer, übrigens, guck mal, du hast ein schönes Icon gekriegt. Du hast ein schönes Icon gekriegt. Was, weißt du, was das ist? Jedenfalls, ich habe jetzt gerade eine Stunde lang versucht, meinen Browser zu fixen. Ich habe den deinstalliert, ich habe meinen Laptop ausgemacht, ich habe meinen Verlauf gelöscht, ich habe Cookies gelöscht, ich habe alles gemacht. Ich habe gerade Hardwarebeschleuniger ein- und ausgeschalten. Das. Alter Schwede. So, und ich habe es gefixt. Es hat funktioniert. Skygamer, kannst du mich hören? Bist du im Chat? Hörst du mich? Oh. Ja, okay, das ist schön. Ich weiß nicht, irgendwie spinnt der Chat gerade rum, aber das ist mir jetzt egal. Der Chat spinnt, glaube ich, gerade ein bisschen rum. Hast du gesehen? Du hast ein Icon dazu bekommen. Habe ich gemacht. Das ist das VIP-Icon. Bist jetzt VIP im Chat. Ich weiß nicht, irgendwie der Chat spinnt halt rum, weil da unten steht da, willkommen im Chat, willkommen im Chat. The fuck? Ich hoffe, der Chat geht. Wenn es geht, schreib nochmal was rein, Skygamer, wenn das geht. Weil ich habe einige... Oh, okay, gut. Es funktioniert. Okay. Alter, ich bin so froh, dass jetzt wieder alles funktioniert. Kennt ihr das? Kennt ihr das, wenn ihr so ein paar neue Sachen macht und so, da irgendwie rummehrt und dann denkt, okay, endlich ist alles perfekt und auf einmal ist alles scheiße? Kennt ihr das? Genauso ging es mir gerade. Ich habe mir eigentlich schön habe ich mir hier einen Tee gemacht. Wollte schön im Stream Tee trinken, streamen. Nee, erst mal eine Stunde fixen. So, ich habe jetzt auch so Stream-Alerts reingemacht. Ich habe aber keine Ahnung, ob die funktionieren. Es kann natürlich sein, die funktionieren noch nicht. Bei Follows und so und Bits und so weiter habe ich jetzt Stream-Alerts reingemacht. Skygamer, ich würde gerne mal was probieren, weil du gerade im Chat bist. Oh, schon wieder die Verbindung weg. Also, jetzt spinnt eigentlich gerade nur noch der Chat rum. Das könnte ich auch nochmal... Oh Gott, bitte, bitte. Warte, ich fix das nochmal. Kleinen Moment. Kleinen Moment. Drückt mir die Daumen, dass es jetzt funktioniert. Dann beginnt auch gleich der Stream. Wir streamen jetzt auch durch. Also ich werde auch keinen Cut mehr machen. Jetzt im Stream. So, ich sehe jetzt nichts. Ihr braucht nichts im Chat schreiben. Ich sehe nichts. So, wenn jetzt noch der Chat funktionieren würde, wäre alles perfekt. Vor allem bis eben, das Lustige ist ja, bis eben war der Chat das Einzige, was funktioniert hat. Jetzt geht das Bild wieder und der Chat spinnt rum.
Ach ja, ich meine, gut, dafür, wenn es jetzt nur der Chat ist, da kann ich Abhilfe schaffen, aber. So, jetzt drückt mir die Daumen, dass alles funktioniert. Ich rufe die Seite erneut auf. Drückt mir die Daumen. Okay, das ist noch da, was ich eingestellt habe. Verbindung zum Chat baut sich auf. Der Laptop ist nicht der schnellste. Oh Gott, bitte lass das Bild gehen, bitte. Das wäre jetzt richtig bitter. Wäre das jetzt? Das wäre jetzt richtig bitter. Ah nee, das Bild lädt schon wieder so lange. Fuck. Bitte, bitte. Bitte, das kann jetzt nicht sein. Okay, ich habe Bild. Oh, ich habe Bild. Oh. So, jetzt schreibe ich nochmal in den Chat. Alter, ich hab. Das ist gerade. Das ist dieser Moment, kennt ihr das, wenn einem auf einmal so übelst warm wird, wenn man so eine richtige Stresssituation hat? Oh, es funktioniert. Alter. So, Skygamer, bist du noch da? Wenn ja, schreib bitte mal was in den Chat, wenn du da bist. Es geht auch gleich los mit dem Stream, Leute. Aber wir müssen ja erstmal hier klären, dass alles funktioniert, denn mein Kanal soll ja auch schön funktionieren. Okay, Skygamer hat Hi geschrieben. Er ist da. So, Skygamer, ich würde gerne mal was probieren. Und zwar habe ich herausgefunden, komischerweise, dass ich schon seit einem halben Jahr Werbung in meinen Streams schalten könnte. Hab gefragt, ob wir noch reden wollen wegen dem Emote. Ja, wie gesagt, das machen wir die Woche, versprochen. Ich habe heute erstmal wirklich jede Menge Einstellungen gemacht, machen wir die Woche. Aber Skygamer, du kannst mir jetzt gerade helfen, ja? Du kannst mir jetzt gerade helfen. Und zwar drücke ich jetzt mal auf Werbung, 30 Sekunden Werbung, und du schreibst mir da mal in den Chat, ob die Werbung wirklich kommt, weil ich das nicht überprüfen kann, ob das wirklich funktioniert. So, ich drücke das jetzt mal. So, es lädt. So, und jetzt müsste gerade theoretisch Werbung kommen. Mal gucken, ob das funktioniert. Es wird 11 Minuten lang keine Werbung vor dem Stream gezeigt. Okay. Weil das wäre natürlich übernice. So. Wieso steht da jetzt schon wieder Verbindung zum Chat? Okay, Skygamer kam. Kommt noch nix? Immer noch nix? Was? Das wäre aber komisch. Ich kann Werbung schalten, aber es kommt keine Werbung. Na gut, ach, es könnte sein, weil du VIP bist im Chat, dass da keine Werbung kommt. Das könnte sein. Ja doch, scheinbar scheint das zu funktionieren, aber da geht es nur darum, dass keine Werbung vorm Stream kommt. Komisch, also wahrscheinlich können jetzt alle reinkommen, ohne dass Werbung vor dem Stream kommt. Ich meine, ist ja auch ein cooles Tool, dass man dann Werbung mal so zwischendrin schaltet. Und dann könnt ihr einfach so reinkommen. So, ich hoffe jetzt, der Chat funktioniert die ganze Zeit. Ich lasse mal vorsichtshalber kurz mein Telefon mit. Ja, schon wieder. Ich weiß nicht, was er jetzt auf einmal mit dem Chat hat. Das ist ganz komisch. Vorhin war der Chat das Einzige, was funktioniert hat. So. Schreibe ich mal hier. Mal gucken, ob das. Okay, es kommt aber an. Ich sehe ja dann. Ich lasse das mal eine Weile mitlaufen, und wenn sich das Original synchronisiert hier mit meinem Telefonchat, dann sehe ich das ja. So, Leute, wir fangen jetzt auch an. Skygamer, guck mal kurz. Ich habe jetzt nur die Punkte. Ich habe jetzt die meisten Punkte rausgenommen. Jetzt dürfte eigentlich nur noch dieses Hervorheben sein, wenn das richtig ist. Dass es die hervorhebt, die Punkte. Den Chat. Ja, okay, gut. Wenigstens meine Einstellungen haben geklappt, Leute. Weil das andere macht ja keinen Sinn. Ich habe das alles rausgenommen, weil Emotes habe ich bis jetzt ja sowieso nie. Und wenn ich dann welche habe, kann ich das ja wieder mit reinnehmen. Die anderen Dinge habe ich alle deaktiviert. Und habe die auch jetzt von 100 mit dem Text hervorheben von 100 auf 150 gesetzt. Aber es ist ja eh irrelevant, weil bei mir im Chat nie viel los ist. Von daher braucht ihr eigentlich auch keine Nachrichten hervorheben. Ja, was wollte ich denn jetzt?
Ach so. Okay, es scheint alles zu funktionieren, außer der Chat, der ein bisschen rumspackt, aber eigentlich geht's. Es steht halt immer nur, es baut dauernd die Verbindung neu auf. Ich habe keine Ahnung, warum. Okay, aber es scheint alles zu funktionieren. Gut. Bin erleichtert. Der Baron wird jetzt reden. So, und jetzt hören wir dem Typen mal zu. Alle mal zuhören. Der Baron wird jetzt reden. Also Leute, ich habe per Funk mit dem Boss dieser Zugbande gesprochen. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Zu meinen ist dieser Boss ein waschechter Oberst. Und er macht hier keine Vergnügungstour. Oh nein! Er wurde vom Oberkommando zu einem Einsatz hergeschickt. Bezüglich der Details war er recht vage. Wobei der Begriff Einsatz auch geheim impliziert. Und wenn ihr glaubt, das ist alles, dann liegt ihr schwer daneben. Habt ihr eine Ahnung, woher dieser Oberst kommt? Direkt aus Moskau. Ich hab schon lange nicht mehr so gelacht. Aber das ist noch immer nicht alles. Dieser Clown will unser Wasser, unseren Treibstoff und das Transitrecht. Ein vernünftiger Mann, nicht wahr? Hohoho. Und im Gegenzug wird das Oberkommando uns später sicherlich belohnen. So eine Hühnerkacke habe ich schon lange nicht mehr gehört, Leute. Ich weiß nicht, wer dieser Oberst ist und wer ihm erzählt hat, dass wir alle Vollidioten seien. Aber das können wir nicht durchgehen lassen. Deshalb folgendes. Wer auch immer mir ein Mitglied dieser Zugbande lebendig bringt, wird reich. Auf einen Gast aus Moskau bin ich echt neugierig. Weitermachen, Leute. Der Baron hat gesprochen. The fuck, Alter. Was geht mit diesem Baron, ey? Bin mal gespannt, wenn wir den treffen. Sky Gamer. Ja, ich sag dir da vorher Bescheid. Also das machen wir demnächst wirklich mal, weil ich werde diese Emotes dann bald mal machen. Aber für heute bin ich echt froh, dass jetzt wieder alles halbwegs läuft. Ach. Bin froh. Gott, bin ich froh. So, wir gucken mal, was es hier so gibt. Oh Gott. Go away. Oh oh. Ah, da oben war der Leuchtturm. Gut, im Grunde gibt's hier nichts. Oh, aber ich würde gerne mal wohin. Endlich haben wir ein Auto, hä? Warum steht da andauernd neu? Willkommen im Chat, willkommen im Chat, willkommen im Chat. Ich meine, gut, es kann auch sein, dass das jetzt mal ein Twitch-Problem ist. Das kann natürlich auch sein. Aua.
Wo ist der Mistkerl? The fuck? Alles ist voll mit Willkommen im Chat. Willkommen im Chat. What? Ja. Alter? What? Warum ist der... Warum ist... Hä? Warum schießt er nicht? Hä? Okay. Dann eben anders. What the fuck, warum schießt das Ding nicht mehr? Was ist damit? Wo ist denn hier was? Alter, jetzt reicht's mir. Oha, den habe ich aber... Den habe ich auch gut erwischt, hä? Den habe ich gut erwischt, du. Hallo! Ob man den essen kann? Oh ne, der hat bestimmt Coronaviren. Der hat Coronaviren. Vor allem andauernd diese Schüsse im Hintergrund, ne? So, Skygamer, ich weiß nicht, ob du noch was geschrieben hast, ob der Chat funktioniert, also... I don't know. Okay. Okay, das ist schön. Okay, du weißt sogar, wie es geht. Das ist gut. Also, ich schaffe das die Woche, versprochen. Ich sag dir Bescheid vorher, ich sag dir lang genug Bescheid, das schreibe ich dir dann früh mal. Und dann machen wir uns dann für nachmittags was aus und dann treffen wir uns auf Discord und dann quatschen wir da. Das machen wir. Dann können wir... Oh. Okay. Dann ist Sniper. Aber kann jetzt mal einer sagen, warum das Ding hier nicht schießt? Ja. Es ist auf Null, aber wie... Das auch damit zu tun? Mal gucken, wenn wir wieder eine Werkbank haben, dann muss ich mal an dem Teil gucken, was da ist. Wahrscheinlich ist dieser Gastank leer, weil das schießt dann, oder Druckluft, was auch immer. Wahrscheinlich ist das leer, aber ich weiß nicht, wie man das wieder auffüllt. Das musste ich bis jetzt noch gar nicht machen, deswegen wundere ich mich gerade. Das habe ich gerade zum ersten Mal. Ich meine, gut, das mit dem Twitch-Chat kann sein, weil ich habe letztens erst gelesen, dass da einen Abend irgendwie wohl der Chat gar nicht ging bei allen Streamern oder bei fast allen. Deswegen, von daher mache ich mir jetzt beim Chat kacke ich mir jetzt nicht ein, wenn das nie geht. Ja, Skygamer, wie gesagt, da tun wir dann auch mal, wir können ja dann auch mal quatschen hier wegen GTA oder so, dann da zocken wir da mal. Wir können ja auch mal ohne Stream zocken, weil es ist halt in GTA, weiß ich zurzeit nie, was ich streamen soll. Können wir ohne Stream mal zocken, also wie gesagt, das, da quatschen wir mal. Quatschen wir mal. Ich vermute mal sogar eventuell am Mittwoch. Am Mittwoch hätte ich eigentlich gut Zeit dafür. Da ist mein letzter Urlaubstag. Aus mit dem Feuer hier. Yeah. Give me the stuff. Kann ich an die Kiste dort? Natürlich kann ich hier nicht durch. Warum auch? Yes. Warum hat mich eigentlich dieses eine Vieh so penetrant gerade verfolgt? Das war das erste Mal, dass mich so ein Fliegevieh so penetrant... Warum habe ich das noch auf? Weg damit. Ich brauche dringend eine Werkbank.
dringendst. Sag mal, kann mir mal einer verraten, wie der da hochgekommen ist? Oh, ich sehe es gerade. Easy. Hier oben eine Werkbank ist, ich glaub's nicht, hä? Nein. So, ich werde jetzt auch gleich mal zurück zum Zug fahren und mit den Leuten reden da. So, dann haben wir ja auch alles gelootet, würde ich sagen. Schade, ich hätte hier gerne mal so eine Safe Place wieder gehabt, so einen schönen. The fuck? Was sind das für Geräusche? Aus das Feuer hier, sag mal. Immer diese Waldbrand hier, Waldbrandgefahr. So, hier ist die Karte. Dort bin ich... Bin ich dort schon gewesen dazwischen? Ne, da bin ich noch nicht gewesen. Dort ist ein Fragezeichen. Da bin ich auch noch nicht gewesen. Oh, da hinten gibt es scheinbar das Wasser. Aber wie ich da hinkomme, I don't know. Wie ich da rankomme, meine ich. Okay, ich muss jetzt, glaube ich, erstmal zurück zum Zug. Und das machen wir jetzt auch. Wir fahren jetzt zurück zum Zug. Ja. Das Ding ist, mir erschließt sich halt die Karte noch nie so ganz. Oh, da ist wieder was geschrieben, oder? Ne? Also jetzt halt, glaube ich, die Verbindung zum Chat ganz verloren. Ja, wir können ja auch in eine private Sitzung gehen. Da kann ja niemand rein außer uns. Wie lange? Also wahrscheinlich auf jeden Fall bis 0 Uhr. Auf jeden Fall bis 0. Und danach entscheide ich nochmal neu. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Schon wieder? Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Why? Wir leben in interessanten Zeiten, meine Herren. Während des letzten Sandsturms hat jemand unseren Posten in den Ruinen ausgelöscht. Dem Zeitpunkt nach zu urteilen, ist das diese Zugbande. Ich habe sie deswegen zur Rede gestellt. Aber sie streiten alles ab. Ein paar Jungs haben jedoch gesehen, wie sie mit einem Auto fuhren, das vormals unserem Posten gehörte. Diese Neuankömmlinge greifen extrem schnell zur Waffe. Bleibt also alle sehr wachsam. Weitermachen, Leute. Der Baron hat gesprochen. Easy alle umgefahren. Der ist dabei? Nee. Okay, das hier können wir auf jeden Fall. Wünscht hier jemand an die Wäsche? Nee. Das hört sich wegen diesen rollenden Dingern immer so an. Ja, klar kann man, aber man kann ja vieles in der privaten Lobby machen. Wir kriegen das schon hin. Zur Not spielen wir was ganz anderes oder so. Vielleicht finden wir auch noch was ganz anderes. So, what the f... Oh ne, das lohnt sich jetzt nicht, dahin zu rennen. Aber hier ist halt noch, ich würde hier gerne... Hä? Piept denn hier noch? Oder ist das die Waffe, die hier liegt? Ja, der noch was? Nö. Was biebt denn hier andauernd, Mensch? Das biebt mich an.
Was biebt denn hier? Immer dieses Rumgebiebe. Ich glaube, ich mache das Ding bald ab. Das geht mir auf die Nerven. Ich denke mal, ich habe mit dem Ding zwar schon mehr gefunden, als ich so finden würde, aber... Das Ding, das biebt die ganze Zeit. Das geht mir auf die Nerven. Wo geht's hier hin? Kann man hier mit dem Auto hoch? Fahren wir mal mit dem Auto hier hoch, Alter. Fuck it. Wir fahren mit dem Auto irgendwo da hoch. Vor allem, Leute, wisst ihr, was lustig ist? So ein kleinen Bus, so ein Mini-Ding bin ich schon mal gefahren. Warte mal, ist das sogar der, der ich denke? Warte mal, ich muss mir das Auto mal angucken. Na, nee, das, das ist nicht der, den ich gefahren bin. Das war was Japanisches, das hier ist was Russisches. Das ist definitiv was Russisches. Aber ich bin mal so ein japanischen Mini-Kleintransporter bin ich schon mal gefahren auf meiner alten Arbeit. Alter, ich sag euch, diese Dinger, die fahren, ne, das ist... Das ist der pure Horror. Bei den Dingern wird einem Himmel und Angst. Oh mein Gott. Okay, wir kommen hier hoch. Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe schon unser Auto abstürzen. Oh Gott. Geht das hier hoch? Weiter? Verbisst euch, ihr. Haut ab. Okay, sind die weg. I hope. Das Gepiepe schon wieder. Vor allem, da sind Medikamente drin. Warum piept das? Medikamente sind magnetisch, oder wie? So, ja, dort unten brauchen wir jetzt nicht in jedes Scheißboot gehen. Aber diese Gegend hier sollte man schon mal gründlich looten noch. Warte mal, wo genau sind wir jetzt? Au, das ist ja schon das Gebiet. Ne, warte mal. Dann fahren wir jetzt doch erstmal zurück. Das Gebiet lassen wir jetzt erstmal sein. Aber das machen wir dann, ja. Da habe ich mir jetzt nämlich schon gedacht. Jemand? Wer ist denn hier? Hallo? Hä? Was ist denn hier los? The fuck? Wer oder was hustet hier? Ist ja gar nicht. Hä? Hallo? Hallo? Oh, was machst denn du hier? Okay, wenn jetzt Babys gemacht. Sieh dir meine Bude hier an. So viel Luxus hatte ich in Moskau nicht. What? Trotzdem ist es hier zu heiß. Ich habe das Gefühl, bald flach zu liegen, wie Stepan. Was für eine Bude soll das sein? Folgendes habe ich jedenfalls in Erfahrung bringen können. Siehst du den Kran am Dock? In der Kabine ist jemand. Ich kann ihn nicht sehr gut sehen, aber ich glaube, er hat mich gleich bei meiner Ankunft bemerkt. Ja, ach bemerkt. Komm, diese Leute, wie schaffen die das, die ganze Zeit nachzuschauen? Scheint eine gute Position zu sein, um unsere Basis im Auge zu behalten. Solltest du dir also mal ansehen. Jetzt sieh dir das kaputte Boot an. Siehst du es? Ja, aber guck mal, Sky Gamer, warum bannst du die denn nicht? Wenn du die bannst, dann können die dir nicht mehr nachjoinen. Dann sehen die ja gar nicht, wo du bist oder wie oder was oder wo. Bann die doch einfach auf PlayStation. Dann kann dir niemand mehr nachjoinen. Ach so, na, wenn du alle geblockt hast, dann können die dir da gar nicht mehr nachjoinen. Hm. Aber normalerweise geht's ja nie. Die können dich ja in Lobbys nicht mehr sehen und die können ja auch nie... Dass sie dich zufällig finden, ist ausgeschlossen, denke ich mal. Klar, es gibt so eine...
ich sage jetzt mal Spasten. Es ist einfach so, ich habe, boah, was ich spiele ja seit sieben Jahren, vor 7 Jahren habe ich angefangen, GTA Online zu spielen. Und Alter, was ich da alles erlebt habe an Leuten und Untermenschen, Hackern und, oh, schrecklich. Ja, siehst du eigentlich, also wenn du dich offline stellst und eigentlich können die es nie sehen, außer die haben irgendwelche, ja gut, wenn die irgendwie da Computerspezialisten sind, vielleicht kriegen die das schon irgendwie, aber keine Ahnung. Naja, es ist nicht wirklich kaputt gegangen, sondern vielmehr sorgfältig zerlegt worden. Ich habe Laster mit Käfigen an diesem Boot ankommen sehen. Anscheinend halten die Banditen dort ihre Gefangenen fest. Dann ist da dieses Gebäude dort, hinter dem Hafen. Ich denke, das ist der Tower vom Flugplatz, bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls sollte es dort reichlich Ausrüstung geben. Vielleicht ist etwas Nützliches dabei. Warum schiebt die mich die ganze Zeit hin und her? Ah, du hast also die Karten. Du und Damir habt gute Arbeit geleistet. Cool, die reagiert sogar auf meine Karte. What the fuck? So, ich muss jetzt, so schön es Ich mit dir ist. beobachte weiter die Bohrtürme, dann kannst du dein nächstes Ziel aussuchen. Ja, und mein nächstes Ziel ist die Aurora. Wir müssen mal zurück zu unserem Zug. Müssen mal die Leute wieder besuchen. Die Leute. Unsere Leute. So, wir fahren jetzt zurück. Nein, nein. Falsche Taste. Sorry. Ich wollte gerade mal ausprobieren, ob man irgendwie hupen kann. Kann man nehmen. Warum gibt es hier eigentlich kein Radio hier? Also im Auto hier, Radio, zum Beispiel Radioactive oder so. Okay, der Witz war flach. Wow. Das geht aber schnell. Schnell der Sandsturm da war. Boah. Ich hoffe, mein Auto bleibt hier. Artyom, hier! Wow. Komm schon, komm schon, komm rein! Okay. Artyom, ich habe gerade Damir in der Leitung. Nimm also Platz, ich bin gleich da. Was für ein Sturm! Und dann noch ein Sandsturm. Nimm Platz, Archon. Wir haben dir etwas Wasser übrig gelassen. Nicht verstanden. Ist in letzter Zeit sehr knapp geworden. Ich wollte ihm noch etwas fragen. Komm, nimm Platz, Archon. Wo denn? Wo soll ich denn Platz nehmen? Das ist hier laut wie Hölle, Leute. Ihr könnt das gar nicht hören. Alles gut, Sky Gamer. Du musst, ist okay, musst das du schreibst. Alles gut. Ich freue mich, dass du dabei bist. Trotz, dass du spielst, das ist schon Anerkennung genug für mich. Da freue ich mich schon. Verstanden. Wo soll ich denn jetzt Platz nehmen? Ach, hier oder was? Oh. Alter, dieses Spiel hat so gemütliche Miller. Ende und aus. Teile. Hast du sie? Gute Arbeit, Artyom. Geil. Gute Neuigkeiten. Artyom hat die Karten. Gut gemacht, Artyom. Idiot, fang schon mal damit an. Ich komme später dazu. Das sind viele hier, da. Nimm einen Schluck. Je eher wir sie analysiert haben, desto besser. Die Karten haben wir. Jetzt müssen wir nur noch einen Ausweg von hier finden. Und das ist der schwierige Teil. Wir brauchen Wasser für die Aurora und das Team. Einige leiden bereits an Dehydration und es wird immer schlimmer. Außerdem brauchen wir Treibstoff.
Die einheimischen Banditen haben das alles. Ich habe bereits ihren sogenannten Baron kontaktiert, aber seine Bedingungen sind inakzeptabel. Giul hat uns gesagt, wo es Wasser gibt, aber es wird natürlich gut bewacht. Damir hat die Stelle ausgekundschaftet und meint, dass wir sie heimlich infiltrieren könnten. Okay. Also, Artyom, wenn du bereit bist, triffst du dich mit Damir. Euer Ziel ist es, Wasser zur Aurora zu bringen. Scheitern ist keine Option. Gut. Viel Glück, Artyom. Haben wir das auch geklärt. Wir zählen alle auf euch. Da haben wir das ja geklärt. Wie ist das Wetter? Der Sturm scheint vorüber zu sein. Ich gehe zurück zum Posten. Ganz so plötzlich, wie er gekommen ist, ist er wieder gegangen. Artyom, komm mal her. Opa Yama, hast du noch Wasser übrig? Tja, wo sollte ich das denn Onkel haben? Onkel Artyom, ist die für mich? Wow, danke sehr. Guck mal, Opa Yama, ich habe jetzt eine eigene Feldflasche. Na, dann müssen wir nur noch etwas Wasser finden. Dann hast du deine eigene Reserve. Oh, danke sehr. Doch, fuck, das Kind schiebt mich einfach weg. Das Kind hat ja mehr Muskeln als ich. Gibt's was Neues bezüglich des Wassers? Leider noch nicht. Wie du siehst, versuche ich, Kondensat herzustellen. Aber ohne Kühlung ist nicht einmal ein Liter zusammengekommen. Ich wünschte, es würde regnen. Aber damit ist hier wohl nicht zu rechnen. Tja. Willst du mit mir reden? Was hast du herausgefunden, Idiot? Was soll ich sagen? Du hast freie Hand. Unsere Situation ist kritisch. Ein paar Tage noch. Da können wir nicht einmal mehr eine Meute Wildhunde angreifen, geschweige denn die Banditen. Artyom, danke, dass du nach den Jungs schaust. Ich bin hier total machtlos und das tut weh. Stepan hatte schon immer Probleme mit Hitze. Aber ohne Wasser? Er hat nichts gesagt, bis er zusammenbrach. Oh Mann. Aljoscha liegt auch flach. Sie brauchen nur etwas Wasser und ich kann ihnen gar nicht helfen. Klar, es ist für alle schwer, aber schon der Anblick tut weh. Lass dir bitte etwas einfallen, ja, Artyom? Bitte. Mache ich. Wir haben Glück, dass die meisten der örtlichen Banditen auf einem Raubzug sind. Ansonsten. Oh, und wie schätzt du unsere Lage ein, Artyom? Nicht so gut, hm? Abgesehen davon hatten wir auch schon Gäste. Haben sie natürlich herzlich begrüßt. Die hier, ne? Die Bestien liefen Stepan mit seinem Fleischwolf direkt in die Arme und das war ihr Ende. Wir stürmten raus und sahen nur noch Leichen. Ne? Einer der Gefallenen war Stepan. Zuerst dachte ich, die Mistkerle hätten ihn erwischt. Aber er hatte nicht einmal einen Kratzer abbekommen. Es war ein verdammter Hitzschlag. Er ruht sich jetzt unten im Bahnhofsgebäude aus. Die übrigen sind auch nicht in guter Verfassung. Sollten diese Ölbanditen also beschließen, uns Druck zu machen, sind wir am Arsch. Das Schöne wäre, wenn hier mal offen wäre. Ich müsste mal an die Werkbank, aber... Ja, ne? Also irgendwie Werkbänke sind hier Mangelware. Boah, diese Lok ist so geil, ey. Wir müssen hier unter Erwachsenen sprechen, meine Herren. Also scheucht eure Primitiven von den Funkgeräten weg. Erledigt? Gut. Ich habe gehört, dass Muschel den Leuten gesagt hat, ich hätte Schweiß sie nicht verbrennen sollen.
Und dass Schweißi ein guter Mann war. Was? Dass ich wegen einer dummen Scheiße, die wir uns für die Primitiven ausgedacht haben, überreagiert habe. Wen interessiert, ob er betrunken war und in Sichtweite der Sklaven in die heilige Flamme gepinkelt hat? Naja, ich habe Muschel jedenfalls gerade erledigt. So kann man nichts machen. Jene von euch, denen er was schuldet, werden von seiner Frau entlohnt. Sie ist es wert. Um also weitere Vorfälle wie diesen zu vermeiden, muss ich euch jetzt insbesondere die Neuen unter euch. Weil sie uns fürchten, teilweise. Aber Furcht vor Menschen ist nicht so. Wenn das Leben so beschissen ist, dass man nichts zu verlieren hat, dann kommen einem rebellische Gedanken. Selbst wenn man zu den Alter! Und können wir das zulassen, meine Herren? Nein, das können wir nicht. Genau deshalb brauchen die What the fuck hält der aus? Mit Meister und Sklave. Nicht ein Mensch mit Waffe, sondern die Wüste. Das Universum selbst hat diese Weltordnung geschaffen. Eine Macht, die von Waffen und nur von Waffen gestützt wird, endet unausweichlich durch Waffen. Aber eine Macht, die von Waffen und Glauben gestützt wird, ist ewig. Daran müsst ihr immer denken, meine Herren. Deshalb sage ich immer, wenn ihr einen Sklaven seht, der die heilige Flamme nicht anbetet, tötet ihn. Das ist zwar ein Verlust, aber es wird sich zweifellos auszahlen. The fuck? Denkt daran, dass die heilige Flamme dies so will, dass das Universum es so will. Und ich möchte... Warum sind das alles so... ...dass es diesbezüglich keine Missverständnisse mehr gibt. Was ist mit den Leuten hier los? The fuck? So, wir erforschen jetzt hier, Leute. Oh, das Riesenvieh hat hier gewohnt, hä? Sind das seine Eier? The fuck? Okay, das scheint schon gewesen zu sein. Eins interessiert mich. Nein, da gibt's nichts. Also ich wette, dort hinten oben auf diesem Kran gibt's endlich mal einen Tisch. Na, na! Oh Gott. Als ob ich das überlebt habe. So, wir gehen jetzt mal dahin. Oh Gott.
Scharfschütze scheint kein Amateur zu sein. Ich aber auch, ne? Ich sehe ihn. Einen Moment. Aufpassen, Jungs! Ein Arschloch vom Zug ist hier! Macht ihn kalt! Treibt ihn in einen freien Bereich! Da kann ich ihn dann erwischen! Boah, ich sehe den nicht, ne? Was, ihr Schweiß ins Auge gelaufen? Nein, da ist er, dieser Scheißer! Wow. Scheiße, das Schloss der Waffe ist voll gestaubt. Ladehemmung! Schweinehund! Ah! Bereite dich auf einen verdammt langsamen Tod vor, du Schweinehund! Hier bin ich sehr safe. Eine Kugel, du Drecksau! Nimm das, du Schweinehund! Bis dann, Bruder. Irgendwann sehen wir uns wieder. Oh. Da ist er! Leute, da ist der Scheiße! Leute, wir kriegen Leute, richtig auf den Arsch! Am Arsch! Aber richtig! Was zum Teufel ist das da oben? Da ist er, dieser Scheiße! Da ist er! Wie ist der nie tot, Alter? Der hat einen Headshot bekommen. The fuck, Alter? Oh, jetzt reicht's mir, ey. Digga, wird's hier rausgehen. Wirst du büßen, du Arschloch! Du musst dich nur zeigen! Ich sammle erstmal ein. Es bleibt! Mistkerl! Wo ist hier was? Alles klar. Ich habe ihn nur geschossen, umzingelt ihn. Du bist so gut wie tot, hörst du mich? Erwischt und eingesackt. Also gut, Artyom, sieh dir sein Nest an. Da muss es doch etwas Interessantes geben. Ich packe in der Zwischenzeit. Wir treffen uns in der Basis. Oh.
Bitte eine Werkbank, bitte eine Werkbank, bitte eine Werkbank, bitte eine Werkbank, bitte eine Werkbank. Dum, dum. Okay, jetzt noch ein Beat runterlegen und dann... Yes! Erstmal wird gelootet hier. Boah, ist das laut. Etwa ein Dutzend, aber sie sind gut organisiert. Setze die Beobachtung fort. Wir haben einen Scharfschützen in unserer alten Stellung am Viadukt, wo sich vor ein paar Monaten ein paar entflohene Sklaven versteckt hielten. Er beobachtet die Straße, hat mich noch nicht entdeckt. Leuchtturm gibt es eine Schießerei. Vermutlich jagen die Jungs wieder diese Schlampe. Ich hoffe, sie erwischen sie. Das ja, ich habe schon sehr viele Autos gewonnen da. Noch einer von den Zugtypen ist zum Scharfschützen am Viadukt gegangen. Worüber die sich wohl unterhalten? Ich sollte sie besser ausschalten. Ich versuch's mal, sobald sie sich lange genug sehen lassen. Hey, ich verstehe halt nicht. Warte mal. Mal gucken, ob das Ding jetzt wieder schießt. Hey, wer hupt denn jetzt hier? Ein Arschloch vom Zug ist hier. Macht ihn kalt. Schnappt euch das verdammte Miststück, Jungs. Warum schießt denn der nicht? Ich spiele gerade mit Maus. Alter, mit Maus, das ist viel besser beim Schießen. Alter, viel besser. Wer weiß, wie gut ich beim Schießen wäre. Alter, was labert der die ganze Zeit? Thank you.
the fuck? Achso, ich weiß warum. Ich will nicht sagen, dass man dort einfach beschissen drüber gucken kann, aber man kann da einfach nur beschissen drüber gucken. You know what I mean? Also mit Maus geht das auf Entfernung wirklich besser. Behalte den Wagen so lange du willst. Ich hol mir einen Drink. Raus. Oh, thanks. War das alle? Ich vermute. So, kann mir jetzt mal einer verraten, was hier mit der Waffe ist? Muss ich die reinigen oder was ist damit? So, ich würde mir jetzt... Ah, Commons, nee. Commons leider noch nicht. Leider nicht. Und ein Bot auch noch, nee. So, ich würde jetzt gerne mal... Weiß jemand, warum das hier nicht funktioniert? Warum schießt denn hier? Was muss ich tun? Ich kann auch nicht nachladen. Ich meine, sicherlich muss ich die Luft irgendwie aufladen, aber wie? Wrong. Was? Hä? Was soll das sein? Ehrlich, ja. Oh. Ja gut, heilen war jetzt nicht so schlimm. Why? Was ist mit der Waffe los? Na klar, die Luftdruck ist leer, aber was soll ich dagegen tun? Ich verstehe das jetzt nicht so ganz. So, soll ich mal den anderen Teil nehmen? Auch
Flare. What? What is the problem? Ein Druckluftwaffe hängt vom Druck in ihrem Druckbehälter ab. Ist dieser zu gering? Vergeudest du deine Munition nur? Durch Erzeugung von Überdruck kannst du Reichweite und Feuerkraft der Waffe hingegen vorübergehend erhöhen. Den Druck im Druckbehälter kannst du an den Anzeigen ablesen, die sich befinden. Ja, und wie tue ich das? Das ist jetzt ne. Tja. Ich habe keine Ahnung. Oh. Oh mein Gott. Ja, so, jetzt nochmal, wie habe ich das gemacht? So, vier gedrückt halten. Interessant. Interessant. Da habe ich mich doch letztens noch gefragt, warum ist das so? Warum kann ich da die Hand hinnehmen? Vor allem, das wurde einem mit keiner Silbe gesagt, ne? Mit welcher Taste man das macht. Ich wusste überhaupt nie, was los ist. Aber interessant. Ich meine, coole Sache ist diese Waffe irgendwo schon. Eigentlich mal ganz lustig. So, mal gucken, wen wir hier so looten können. Alle weggespawnt, okay. Na klar. Why not? So, dann erforschen wir hier mal auf eigene Faust. Richtung denn? Klingt immer wie Affen im Hintergrund. Aber das sind diese komischen Dämonen, Vögel, Babyviecher. Oh Gott, hier werden wieder so eine Viecher sein, jede Wette.
lauern hier in den Ruinen. Da. Wow. Ich fürchte, es ist nie die richtige Waffe für dich. Da hier dürfte jetzt mal keiner mehr sein. Wenn man mal weiß, wie alles funktioniert, ist das echt geil, Leute. Ich lasse mich hier nicht mehr verarschen. In der Wand stehen, easy. Aber wenn die da liegen, das ist die absolut ne. Den habe ich jetzt gesehen. Wow. Das klingt, als wären hier übelst viele. Dell? Oh, diese Dinger, ne? Easy, Alter. So muss das funktionieren, Mann. So muss das funktionieren. Boah, hier drinnen lag ich mein Schlager. Schlag ich mein Lager auf.
Scheiße, genau da, wo mein Auto steht, sind die Viecher jetzt natürlich. Als ob ein Auto so schnell brennt, wenn du durchfährst. What? Ah, Leute. So schnell brennt kein Auto, wenn du da drüber fährst. Vor allem bei dieser kleinen Brandpfütze. Oh, fuck. Hey, easy drüber fahren. Hast du zu wenig Leute? Kommst du mit der Verantwortung nicht klar? Dann sag das gefälligst. Aber wenn du meinst, du schaffst das, dann will ich Ergebnisse. Ansonsten muss ich annehmen, dass du mich nicht respektierst. Weitermachen, Leute. Der Baron hat gesprochen. Like a boss. Hey, dort habe ich doch schon geklärt. What? Warum ist die Ansicht jetzt so wieder? Oh, da oben ist niemand. Das ist einfach nur der Scheinwerfer, der sich wie von Geisterhand bewegt. So, wir gehen jetzt Wasser beschaffen. Wir holen uns jetzt das Wasser. Noch gar nicht da. Ich habe mich vertan.
Wie? Biege am rostigen Boot in den Graben ab. Ich warte dort auf dich. Will er mich verarschen? Am rostigen Boot. Ist ja nicht nur so, dass es 20.000 rostige Boote hier gibt. Hä? Das sind Einbildungen. Ich höre schon Stimmen. Ich höre Stimmen, die mich rufen. Aus das Licht. Mach das aus. Mach das aus. Okay. Bist du bereit? Nein. Wie läuft es denn bei euch so ohne Wasser? Scheiße. Hände hoch. Während du weg warst, habe ich so einiges ausgespäht. Okay. Gyul sagt, dass in dieser Höhle früher viele Leute gelebt haben. Im Grunde war es eine richtige Stadt. Doch dann wurden die Geysire aktiv und sie mussten fliehen. Wie du vielleicht bereits ahnst, nähern wir uns der Quelle durch die Hintertür. Ah ja. Hab ich gar nicht. Auf geht's! What the fuck, was ist mit dem Bild? Was ist mit diesem Hell-Dunkel? Tja, ich hab 'ne Idee. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich hab 'ne Idee, wie wir das hinkriegen, Leute. Lass uns etwas höher klettern, um einen besseren Ausblick zu bekommen. Die Höhle rennt uns nicht davon. Ja, hier ist alles hinüber. Als ich aufbrach, hatte ich die Hoffnung, etwas über mein Volk herauszufinden. Über meine Verwandten, aber nun weiß ich Bescheid und das tut weh. Ruhig, ruhig. The fuck? Selbst wenn diese Stadt hier leer ist, danke ich dir dafür, dass du uns aus Moskau rausgeholt hast, Artyom. Wenigstens kann ich es jetzt mit eigenen Augen sehen. Aha, gleich beim Eingang. Mach dich bereit, Artyom. Lade die Taschenlampe auf, überprüf Filter und Ausrüstung. Ich hab da so ein Gefühl. Ein ungutes Gefühl. Okay. Ach, zum Teufel mit den Gefühlen. Tja, lass mich mal machen. Dann mach mal. Moment! Masken aufsetzen! Der Krieg hat die Menschen also wirklich wieder in die Steinzeit zurückversetzt. Inklusive Höhlenmalerei und so. Oh. Die haben hier eine Frage durchgehalten. Wow.
wie cool das hier ist. Die Mistkerle! Das waren alle. Tja, gehen wir weiter. Schreien die hier so rum? Zusammenbleiben! What are you doing? Anscheinend sind wir fast draußen. Mir nach! Boah, aber geil ist das hier drin, ne? Das sieht Hammer aus. Der Durchgang zur Quelle! Auf geht's! Er versteckt sich und ich mach die Arbeit. Wenn du es öffnest, fahr ich mit dem Wagen durch und du springst auf den Tank. Viel Glück und versuche nur die Ölmänner zu töten, ja? Was zum Teufel machen die da? Klang das nicht nach Schüssen? Beweg dich, du Scheißer! Wozu sind die Dosen? Ablösen? Bist du bescheuert? Die gesamte Bande ist auf einem Raubzug. Nur die Obermotze mit ihren Leibwächtern sind jetzt noch auf der Boden. Oh!
Easy, Alter. Gut, den einen da unten habe ich aus Versehen umgeschlagen. Ich weiß gar nicht genau, wo ich hin muss. Verdammt! Jetzt muss ich nachsehen. Hier ist niemand. Aber ist mir auch Schluss. Als ob die mich gesehen haben. Halte durch! Ich geb dir mal eine Chance! Oh! Das ist mein Mann. Tja, das ist schon was anderes, als die Hilflosen zu schikanieren. Ah, okay, 24 Stunden bleiben die. Ist auch nicht schlecht. Au, au, au. Fuck it, Alter. Come on. Hey!
So, wie komme ich hier hoch? Wo ist hier ein Hebel? Hier soll doch ein Hebel sein. Nimm das! Easy. So, wir dürften eigentlich fast alle haben. Ja, das scheinen alle gewesen zu sein. Gymnastik, Maganiles, Mankaida Barif Bilimin. Danke, Baitanis. Warum läuft das doppelt? Ja, hier ist doch irgendwas. Ja, nicht ganz das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich weiß wirklich nicht, auf was ich gehofft hatte, als ich musste. Egal, wohin wir gehen, es ist überall dieselbe Scheiße. Krieg ist überall dasselbe und dieser Ort ist da keine Ausnahme. Was machen die Sklaven denn jetzt? Wo gehen sie hin? Ah. Ah, das war ja klar. Halt dich fest! What the fuck, Alter? Tja, wir haben sie endlich abgehängt. Ach, eine Schande mit den Sklaven. Das war alles nicht ihre Schuld. Tja, anscheinend verfolgen sie uns nicht. Es wird Zeit, wieder zur Aurora zurückzukehren. Bist du müde? Kein Wunder. Also gut, Bruder. Ruh dich etwas aus. Ah, okay, ich darf das überspringen. Mein Trinken ist leer. Bereit! Oh, what? Ausschwärmen! Sam, Anna, nach links! Das ist der Wagen! Sofort! Crest, dorthin! Hallo? Sie bewegen sich die Straße entlang! Wir müssen sie über die Flanke angreifen, bevor sie ausschwärmen und hier eine Todeszone einrichten! Bewegung! Gott, verdammter Sandsturm! Ein Auto versucht den Durchbruch! Benutzt die Granaten! What? Hä? Was soll ich hier machen? Ich raff grad gar nicht... What? Greifen die jetzt auf einmal an? Oder was ist jetzt los? Was kann ich tun?
Verdammter Sandsturm! Ein Auto versucht den Durchbruch! Benutzt die Granaten! Ich habe die Schüsse gehört. Verjagt das Ding! Ich muss nachladen! Was zur Hölle? Alle anderen überleben das, aber ich nicht. What is the point? Gott, verdammter Sandsturm! Ich mache einfach gar nichts. Alter, was ist das für eine Scheiße? Ich weiß einfach gar nicht, was ich jetzt machen soll. Soll ich einfach zu irgendjemanden killen oder habe ich eine Aufgabe? Gott, verdammter Sandsturm! Ist es denn ihr Ernst? Was ist das für eine Mission? What the fuck? Oh mein Gott. So, ich glaube, ich muss mich mal dieser Jacke entledigen. Sonst kriege ich hier... Verdammter Sandsturm! Ein Auto versucht den Durchbruch! Benutzt die Granaten! Ich muss nachladen! Einfach so, es gibt keinen Grund. Ich sterbe jedes Mal an dieser Stelle, nachdem das Auto explodiert. Ohne Grund. Ich werde weder getroffen noch sonst irgendwas. Ey, wie ich so eine Spielabschnitte hasse, ne? Können die Scheiße einfach mal sein lassen? Was soll ich tun? Gottverdammter Sandsturm! Ein Auto versucht den Durchbruch! Benutzt die Granaten! Verjagt das Ding! Geh in Deckung! Ich muss nachladen! Was soll ich tun? Alter, Sky Gamer, sag mir, was? Wie? Ich weiß nicht mal, woher ich immer sterbe. Woher sterbe ich? Einfach so, weil das Spiel Bock hat.
The fuck? Verdammter Sandsturm! Unbemerkt! So, also hier kann mich niemand mehr kriegen. So. Ein Auto versucht den Durchbruch! Benutze die Granaten! Unsterblich oder? Lade nach! Alter. Ey, auf Entfernung zielen ist mit Controller echt nicht schön. Digga. Du stirbst jetzt. Boah. Geht doch. Feuer einstellen! Sind alle unverletzt? Ja! Sind wir! Sam, sieh nach den Angreifern. Du bleibst hier und passt auf, wer kommt. Easy, Alter. Wenigstens gibt's schön Stuff hier. Easy, Alter. Boah. Den haben wir es gezeigt, was? Ja, haben wir. Die Sache ist nur... Ihre Armee macht gerade einen Großangriff. Und das hier war nur... Der läuft inzwischen aus und kein Gruß Jux. Vom Baron.
Der läuft aus und kein juckt. 700, glaube ich. Ja, wir hatten hier Glück. Und wir sollten die Gastfreundschaft nicht überbeanspruchen. Wenn wir Zweige verbrennen, kommen wir nicht weit. Bestenfalls 5 Kilometer. Die Ölhunde haben jede Menge Diesel, einen ganzen Kesselwagen voll. Wenn wir das Tor leise öffnen, können wir ihn stehlen. Im Moment sollten nicht viele Wachen da sein. Kannst du unsere Männer führen? Kann ich. Dann machen wir das. Yelmak, Krist, ihr bereitet die Aurora vor. Füllt den Kessel mit Wasser und macht die Tanks der Autos. Er läuft inzwischen aus. Artyom, Damir, ihr übernehmt... Ich meine, gut, die Löcher sind eigentlich ziemlich weit oben. Stehlen. Daher wird er eigentlich nicht viel rauslaufen. Viel Glück, Leute. Anna, geil. Wir brechen das Lager ab, Leute. Vielleicht können wir noch mit ihnen verhandeln. Ja, ja. Das habe ich bereits versucht. Keine Chance. Haben wir doch 3. Spaß. Artyom, wir machen uns bereit zum Aufbruch, aber etwas nagt immer noch an mir. Erinnerst du dich an das zerlegte Schiff, von dem ich dir erzählt habe? Ich muss ständig an die Sklaven denken, die sie dort gefangen halten. Meinst du, wir können sie noch befreien? Wenn nicht wir, wer dann? Ich bin diesen Sand so leid. Ich kann es kaum erwarten, von hier zu verschwinden. Geh keine unnötigen Risiken ein. Ich brauche einen Ehemann, keinen toten Helden. Wie soll ich die befreien? Ich töte einfach den Baron. Hat sich's dann ja erledigt? Ja, toll. Ich habe auch keine Markierung. Wo meint denn die jetzt? Ich habe jetzt keine Markierung auf der Karte. Artyom, der Wagen steht neben der Aurora. Okay. Oh. Yelmak, bist du sicher, dass die Leitungen halten? Wir werden sie durch den ganzen Waggon führen müssen. Sollten sie. Unsere Pumpen taugen nicht viel, bauen nur wenig Druck auf. Daher erwarte ich keine Lecks. Hier und da vielleicht einen Tropfen. Sobald wir weit genug weg sind, verlegen wir die Leitungen aufs Dach und ersetzen sie durch Metallrohre. Also, du hast alles im Griff. Und so viele Einzelteile. Sogar Rohre. Und sie stammen auch noch aus Moskau. Ah, das kann nie schaden, ein paar Ersatzteile zu haben. Ja, guck dir die Leichen. Onkel Artyom, Onkel Artyom. Dass wir die brauchen. Ich habe so viel Wasser getrunken. So gut ausgestattet, jetzt schwappt es in meinem Bauch rum. Trink auch was. Opa Yelmak hat gesagt, du kannst jetzt trinken, so viel du willst. Und Tee kriegen wir auch. Das klingt doch gut. Hallöchen, mein Freund. Das habt ihr großartig gemacht. So viel Freude nur wegen Wasser. Obwohl ich sagen muss, dass ich den Geschmack von Rost am Morgen schon liebe. Das schmeckt nach Sieg. Arme Säue, wir haben sie total niedergemacht. Naja, ich hatte eher das Gefühl, es war andersrum, aber... Ja, wir haben sie total niedergemacht. Ja, wir könnten eine zweite Lok bauen. Aber wir hatten nicht genug Teile, um die erste an der Wolga zu reparieren. What? Die wollen jetzt ins... Nun, was? Man kann nicht alles vorher... Wie will man eine ganze Lok hier bauen? What? Dieser... Ja, moin. Hallo. Gibt's hier eine Werkbank? Bitte. Archie, pass im Einsatz auf. Thanks. Ach, komm schon, wir reden hier von Artyom. Der Mann ist aus Stahl. Hört man doch, wenn er geht. Aber trotzdem, Mann, halt da die Wow, kurzer Lauf- und Schalldämpfer. Die Kavallerie wird natürlich rechtzeitig da sein, aber keine unnötigen Risiken ein. Neue Waffe. Neue Taumler. Die Trommelschrot, finde ich, ist sehr effektiv bei geringen Entfernungen.
Brüder, dieses Sturmgewehr. Oh. What? Sky Gamer! Danke für die Bits. Vielen Dank. Also in Alert hatte ich jetzt einen Sound. Der kam jetzt. Krass, aber hat man auch... Oh, jetzt? Ja, es funktioniert. Sky Gamer, vielen Dank für den Cheer. Danke. Ich dachte, das waren Bits, aber... Ich weiß gar nicht, was ist denn der Unterschied zwischen Bits und Cheer? Vielen, vielen Dank, Mann. Ehre. Siehst du, hast du dir dein VIP-Abzeichen doch wirklich redlich verdient. Mein Gott. Das ist ja wirklich mega nett von dir. Okay, wenigstens, Alter, dann weiß ich jetzt, dass die Alerts funktionieren. Danke, Mann. Vielen, vielen, vielen Dank. So, ich weiß noch nicht, ob ich mal das Sturmgewehr hier benutzen soll. Ist das Ding gut? Alter, das kann... Oh mein Gott, okay. 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 Okay, wir haben eine neue Waffe, definitiv. Unsere Schrotflinte hat ausgedient. Definitiv. Ah, nee. Doch, das ist eine Schrotflinte. Ich dachte, das wäre das... Ah, okay. Das ist eine Schrotflinte. Was ist das hier, das Gewehr? Metro? Waffenschmied? Ah, nee, das ist scheiße. Okay, was ist das? Geschlossenes Reflexvisier? Ja, wir nehmen das. Und wir nehmen das. Ja. Und wir nehmen das. Und wir machen die sauber. Geil. So, bei dem ganz hinten haben wir einen neuen Tank gekriegt. Und... Was ist das? Schneckenmagazin. Sehr geil. Sky Gamer, vielen, vielen Dank nochmal, Mann. Du bist hier Ehrenmitglied auf dem Kanal. Ehre für immer, Mann. So, und jetzt kommen wir noch bei dem hier. Alter, heute scheint echt alles super zu sein, Mann. Okay, ein größeres Magazin ist auf jeden Fall geil. Aber warum habe ich jetzt nur... Achso, das ist der Rotlaser. Was ist denn das? Ach, vierfach. Ne, das brauche ich hier nicht. Das brauche ich nicht. Gott, wie schmutzig. Okay, das Ding ist geil, Alter. Das Ding ist jetzt auch geil. Und das Ding ist jetzt auch geil. Okay, ich hör auf. So, jetzt bauen wir noch hier. Tja. Jetzt haben wir alles wieder so gut wie aufgebraucht. Aber erfolgreich. Sky Gamer am Mittwoch. Mittwoch quatschen wir. Okay, hier ist eine unsichtbare Wand. I don't know why. Kann ich das ausmachen? Wow. Alter, willst du Stress? Okay, warte, wir probieren mal unsere neue Waffe aus. Das ist die hier. Boah, Alter, und die hat jetzt auch 10 Schuss Intus. Wir müssen also nicht alle 2 Schüsse nachladen. Und natürlich mit Schalldämpfer, deswegen klingt die so. Weil eine schallgedämpfte Waffe ist mal gar nicht so dumm. So, und dann haben wir ja noch die hier. Boah, Alter, die ist jetzt heftig. Die hat jetzt auch übelst viel Schuss in Intus. Und das Ding, boah, ist jetzt einfach auch gut. Lass uns zum Zug zurückgehen, Astja. Hier gibt's nichts zu sehen. Nichts? Überhaupt nichts? What? Überhaupt nichts, ich schwöre. Überhaupt gar nichts? Na gut. Mittwoch ab 12 bist du zu Hause. Ja, das kriegen wir hin. Ich schreibe dir Mittwoch nochmal. Ich denke mal so Mittwoch, ja, so ab 12, 13. Denke ich mal. Kriegen wir das hin. Wow. Hey. Willst du... Alles gut? The fuck? Herr Oberst, Überprüfung abgeschlossen. Alle Angreifer tot. Verstanden. Halten Crest und Jelmark nach weiteren Gästen Ausschau?
Das tun sie. In Ordnung. In dem Fall helfe ich, das Lager abzubauen. Wir müssen bald los. Jawohl. Oh, da geht das Wasser rein. Diese Wellness-Oase scheint nicht ruhig genug zu sein. Tiere, Banditen und diese Einheimischen. Ich denke, wir haben die Gastfreundschaft überbeansprucht. Daher solltet ihr euch beeilen. Und du, ja. Artyom, solltest da draußen vorsichtig sein. Anna fühlt sich nicht gut und es tut ihr nicht gut, sich jetzt auch noch um dich sorgen zu müssen. Nun, ich denke, das versteht. So, Leute, ich schau jetzt mal ab. Mach's gut. Bis später. Oh, halt, warte. Kann ich hier rein? Ich will hier rein. Hä? Okay. Ich darf hier nicht rein. Das ist schon richtig frech. Das ist richtig frech. Ja. Ist echt so, Alter. Dieses Kind, so für das Kind ist das immer alles so Spaß. So, alles ist toll. Die Helden beschützen und so, weißt du, so, als könnte nichts passieren, so ungefähr. Ja, Kinder haben es schon gut. Die wissen noch nichts von dieser üblen Welt, manchmal. So, ich sag euch, was wir jetzt noch machen werden. Wir werden jetzt noch die zwei Fragezeichen abklappern. Und das große X machen wir dann aber in der nächsten Folge. Weil ich denke mal, das wird dann die Endmission sein und danach geht es dann mit dem Zug weiter. Wir machen jetzt die zwei Fragezeichen und dann bin ich für heute raus. Aber da werden wir alle schon... Alle Mann zuhören! Der Baron verpiss dich! Oh, Ochse! Also gut, alle aus der zweiten Reserve am Bohrturm versammeln! Dieser Baron geht mir sowas von auf die Nerven. Wenn ich mich entscheiden darf, ob der stirbt oder nicht, dann wird er sterben. Definitiv. So, hier links waren wir schon gewesen. Ja, das da ist sicherlich der Ende. Bei dem wieder einer drauf geht. Links, wir fahren erstmal da rechts hin. Ne, wir fahren erstmal da links hin. Das ist näher. Okay. Endlich habe ich Alerts drin. Alter, jetzt brauche ich nur noch Comments. Muss ich nochmal hinkriegen, das einzustellen. Und ein Bot, dass ich einen Chatbot habe. Die zwei Dinge, aber ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal weiter. Ich bin echt froh darüber. Aber eins nach dem anderen. Und danach natürlich jetzt auch noch die Emotes. Also es kommt jetzt alles. Nach und nach, Leute. Ich kümmere mich. Ich habe gesagt, nach und nach, denke ich mal, spätestens bis Ende dieses Jahres werde ich mich um alles gekümmert haben. Warum kommt jetzt schon wieder ein Sandsturm? Das ist gemein. Kann ich ja reinspringen. Zu dem Schiff hier unten zu gehen. Naja, komm, wir gehen noch mal gucken. Ah ja. Guckt mal, Leute, wie das jetzt... Ich liebe diese Schrotflinte jetzt schon. Und schon ist tot. Okay, von mir piept nichts. Wow! Oh mein Gott! Stört, Alter. Boah, jetzt bin ich erschrocken, ey.
Dödö, was piept denn? Da oben? Hä? Wo piept's denn? Ah. Okay. Ah! Wie viel ich bestimmt schon übersehen habe. Was mit dem Schiff? Ob sich das auch lohnt? Wow! Fuck you! Digga, wieso stehen die... Wieso stehen die mal mitten hinter der Tür? Verzieht sich. Wow. Yeet. Okay. Nice. Mal den 16er Schraubenschlüssel. Also gut. Wo zum Teufel? Wo ist das Scheißding? Da! Easy, Alter. Habt ihr das gesehen? Den einen abgeschossen, den anderen abgestochen. Yeah. Das war eine gute Kombo. Okay, ich glaube, jetzt setze ich das doch mal. Aber manchmal ist es verwirrend, manchmal ist es aber auch gut. Na dann rein mit dir, verdammt! Alles fertig! Zum richtig erkaufen! Ah, okay.
nichts. Okay, da geht eine Leiter. Was ist das da? Anscheinend steckt da irgendein Arschloch. Es ist ja echt schick hier. Oh, Heck. Und? War da jemand? Was ist das? Was war das für ein Schatten? Wieder nichts. Was zum Teufel? Okay, hier würde die Leiter hingehen. Boah, ich sehe hier absolut nichts, ne? Beschissene Hitze. Die Scheißer bewegen sich kaum und wir werden für ihre schlechte Ausbildung verantwortlich gemacht. Meinst du, die Bezahlung wird dieses Jahr schlechter ausfallen als letztes Jahr? Für alle zusammen werden wir wohl keine 5 Tonnen Wasser bekommen. Verdammte Scheiße. Also wird Zedoi wie ein Sturm über uns hereinbrechen? Ach, dann sind wir am Ach, den Teufel. Wohl wahr. Ich hätte mit den Jungs auf Jagd gehen sollen. Ja, wir hatten eine echte Chance auf etwas Großes. Und jetzt das. Ja, das ist beschissen. Dunkel ist es hier. Nein, oh, ehrlich, viel mehr dunkel ist es auch nicht. Wir könnten doch so viel Spaß haben, wenn wir überfallen oder so. Okay, wie soll man die trennen? Hey, da bei der Kiste! Was ist das da, Leute? Verdammt! Ich bleib vorerst in der Versenkung. Hey Leute! Der Schweinehund versteckt sich hier irgendwo! Alles den Bach runter. Wir müssen ihn finden und abmurken! Du Schweinehund! Komm schon, zeig deine Hackfresse! Verdammt! Ich bin das so leid! Hey du! Du Drecksau! Keine Antwort? Tja! Schon bald wirst du wie ein Vögelchen singen! Mit einer sehr hohen Stimme! Oh! Da ist er! Hinter den Kisten! What? Dieser Scheißkerl! Da ist er! Verdammt! What? Wie viel Leben hat er? 20 Schrotschüsse, Alter. Da ist der Scheißkerl! Lass uns von hier verschwinden, solange es... Da ist der Schatz! Ja doch. Oh. Das Miststück ist hinter den Kisten! Okay.
dich auf den Arsch! Du Drecksau! Da ist er! In dem Durchgang! Schweinehund! Alter, wie viele sind hier? Das Miststück ist hinter den Kisten! Verdammter Schweinehund! Was ist mit einem Miststück? Diese Hütte! Da ist der Scheißer! Tja, dass der sich ergibt, bedeutet mir nichts. Schweine. Auf. Hm. Easy, Leute. Ich glaube, hier runter sollte man näher, oder? Ich meine, ich würde die gern befreien dort, aber... Wie soll ich da runter? Mal gucken, vielleicht führt dort noch ein Weg hin. Ja, ich gehe dann erst daran. 325 Bits mehr. Wer ist bei Spenden auf Platz 1? Gibt es irgendwo einen Schalter, wo ich die rauslassen kann? Oh mein Gott. Also mach keine Pläne für den Genau. Während wir da drüben gekämpft haben bis zum Gehtnimmer, sitzt dieses... Jetzt ist da wieder so ein... Nee. So, jetzt verschwende ich wieder 30 Magazine, 80 Bomben an diesen overpowerten Scheißgegner. Da hat er echt wenig Bock drauf. Jetzt sagen die sind alle nie gelootet. Oder doch? Hier rein? Nee. Komm sofort aus! Weg auf! Komm raus und stirb!
Zwei sind auf einmal einfach tot, oder was? What? Erhobenen Händen! Genau. Ey, was ne Scheiße, ne? Digga. Ich wette, ich baller jetzt ein Schrotmagazin von 10 Kugeln auf den und es passiert nichts. Leg deine Waffe auf den Boden und komm aus deinem Versteck! Genau. Keine Chance. Keine Chance. Kann mir mal einer ernsthaft verraten? Ich kann ihn nie staggern, ich kann gar nichts. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Selbst wenn du den anzündest, juckt den das nicht. Komm raus! Ich weiß, dass du da bist! What? How? Weißt du was? Nö, den lasse ich einfach dort. Scheiß drauf. Ich verschwende jetzt nicht mein Magazin an den. Sehe ich so aus? Komm sofort aus! Hörst du? Komm raus und stirb! Tot oder wie? Mehr? Speicher. So. So zusammenbauen kann. Cool sind diese Gegenden. So cool gemacht ist das echt alles. So, ich dachte, man kann jetzt hier die Leute irgendwo küssen damit. Okay.
So, nee, ist der Strom wieder an. Was bringt mir das? Was ist das hier aus, ey? Verstehe ich jetzt nicht. Was hat mir das jetzt gebracht? Ich weiß nicht mal genau, was ich hier tun soll. Wahrscheinlich gar nichts. Einfach gucken, was hier ist, wahrscheinlich. Dazu sage ich jetzt nichts. Als ob dort hinten noch eine Treppe war. Warum müssen überall zwei Treppen sein? Warum? Oh nee, jetzt gehe ich hier wieder durch und loote alles. Boah. Wait. Oh mein Gott. Freiheit! Freiheit! Ja! Jere! Freiheit! Freiheit! Hurra! Hurra! Oder wie? Okay, ja, da kann da chillen bleiben, Alter. Soll er bis an sein Lebensende dort stehen? Lange wirst du dich nicht vor mir verstecken können. Ah ja, da denkst du. Mach's gut. Ciao. Ich interessiere mich für ihn. Hier raus hier. Wozu ist das gut? Wow, chill. Scheint absolut niemand mehr zu sein. Wo sind alle hin? Waren hier vorne noch Leute?
zählt? Alter, ein Kampfheli. Nice, das ist ein russischer. Alter, das ist in GTA 5 ist das, wie heißt das Ding nochmal? Irgendwas mit V, ich komme gar nicht drauf. Auf jeden Fall gibt es den Shop auch in GTA. Natürlich ein bisschen anders aussehend, aber... Ja, vor allem lief hier vorhin noch ein Gegner rum, wo ist der hin? Mindestens einer war hier gewesen. Savage, genau, ja. Ich habe in GTA am liebsten Hubschrauber gesehen. Ich habe Hubschrauber, da habe ich irgendwie ein Fable dafür. Ich habe sogar einen, ich glaube, ich habe alle. Also bis auf diesen ganz kleinen, der mich ausschießen lässt. Easy tot. Was ob hier noch einer ist. Oh, hier ist noch so ein Heli, Alter. Okay, jetzt habe ich hier einen Netzwerkfehler, aber das ist dieser 2000-Fehler. Warte mal. Es ist zum Glück nicht der 3000-Fehler wieder. Mal gucken, ob das da wieder geht. Das ist manchmal irgendwie, wenn es mich aus dem Internet kurz rausschmeißt, also auf dem Laptop. Das ist das Seltsame. Mein Laptop schmeißt aus dem Internet raus, aber mein Stream und so juckt es überhaupt nicht. Dann komme ich da eh hin. Diese Weitsicht ist auch cool, wie weit es diese Viecher rendert. Echt geil. Also ich weiß nicht, ob es sich lohnt, hier irgendwie reinzugehen. So, mal gucken, ob es jetzt wieder funktioniert. Bitte funktioniere wieder. Oh, was hier aussieht. Direkt überall fliegen. Flies everywhere.
wow, wow. Hä, wo kommen die her? Oh mein Gott, sag bloß, hier ist ein Safe Place. Hä? Netzwerkfehler. Schon wieder? Why? Okay, ich kann leider gerade... Ah doch, ich kann den Chat. What the fuck, was laber ich? Ich muss nochmal probieren, ob das geht, Alter. Das will ich jetzt wissen. Was ist der nächste Mal, wenn hier geht? Was lauter stellen? Oh, ist jetzt besser, Sky Gamer? Sorry, das kann sein, dass das Mikro ein bisschen weggerutscht ist vom... Das kann sein. Soll dir was sein? Bestimmt hier irgendwo, oder? Okay, hier ist kein Safe Place, schade. Und hört man mich wieder besser? Die mal alle für komisch zusammengebaute Waffen haben. Alter, was ist das hier für ein Loot-Schuppen? Warum glaube ich, dass hier drin gleich was passieren wird? So klar, Alter. Der Stein. So, warte mal ganz kurz. Ich muss hier mal... Okay, Sky Gamer, hörst du mich wieder? Was schreibst du denn gerade? Oh, okay. Stream ist aus, scheinbar. Yeah.